Liebe Genossinnen und Genossen, ich kann und will nur noch kurz ergänzen, was Natascha ja eben schon angesprochen hat, will aber einerseits den Dank zurückgeben an Natascha und auch an die übrigen Mitglieder unserer Kommission. Wir haben über ein Jahr sehr vertrauensvoll und gut getagt mit vielen Genossinnen und Genossen der Bundestagsfraktionen, der Partei natürlich, der diverser Gremien und Arbeitsgemeinschaften, aber auch mit externen Expertinnen und Experten, die nicht immer begeistert waren von unseren Vorschlägen. Aber ich glaube, es war gut, dass wir den Sachverstand mit einbezogen haben und euch nun dieses Papier, diesen Antrag auch vorlegen können. Und ich glaube, dass es ein ganz rundes Bild ist. Genossinnen und Genossen, weil wir nicht sagen, in der Wohnungs- und Mietenpolitik, da gibt es diesen einen Königsweg, den muss man nur gehen und dann hat man das Problem gelöst. Nein, es muss ein Spektrum sein von diversen Maßnahmen, die wir gemeinsam ergreifen. Kommunen, Städte, der Bund, wir gemeinsam müssen daran arbeiten, dass wir eben dieses Grundrecht auf Wohnen wirklich ermöglichen. Und wir haben praktisch drei größere Initiativen miteinander formuliert. Das eine ist, wir müssen, so wie Natascha es eben dargestellt hat, rangehen an eine radikal neue Bodenpolitik, Genossinnen und Genossen. Und dazu gehört es, dass wir uns darauf verständigen müssen, dass es in unserer Verantwortung keinen Verkauf mehr von öffentlichem Boden gibt. Das ist das höchste Gut. Es ist das höchste Gut, was wir zur Gestaltung in unseren Städten haben. Und es ist eben nicht beliebig vermehrbar, dieses Gut, sondern wir müssen es nutzen, um soziale Infrastruktur zu bauen. Es geht ja nicht nur um das Wohnen, es geht auch um Kitas, um Schulen, um Gesundheitseinrichtungen. Wir brauchen den Zugriff auf Grund und Boden. Und ich bin sehr froh, dass es auch schon in den Koalitionsvereinbarungen gelungen ist, mit Olaf Scholz da wirklich zu einer Neuverabredung der BIMA-Politik auch zu kommen, damit nicht mehr auf Bundesebene nach Höchstpreisverfahren verkauft wird. Das ist wichtig für uns, dass wir überhaupt eine Chance haben, an Grund und Boden ranzukommen. Und unsere Forderung ist, dass auch die Grundstücke zum Beispiel der Bahn und der Post, riesiger ehemaliger staatlicher Unternehmen, dass wir auch einen Zugriff und ein Vorkaufsrecht auf diese Grundstücke haben. Sie spielen eine große Rolle in unseren Städten und bieten uns Gestaltungsmöglichkeiten. Die Grundsteuer C ist ein wichtiger Schritt nach vorne. Schade, dass es noch ein bisschen dauert, bis sie umgesetzt werden kann, aber es ist ein wichtiger Schritt nach vorne, dass eben Grundstücke, die beplant und bebaubar sind, auch wirklich genutzt werden und nicht aus spekulativen Gründen leer stehen bleiben, ungenutzt bleiben und einfach weiterverkauft werden. Wir müssen an ein anderes Steuerprivileg noch rangehen. Es ist doch niemand zu erklären und unerträglich, dass es bei einer Weiterveräußerung von privaten Grundstücken nach 10 Jahren eine Steuerbefreiung gibt. Warum eigentlich? Da macht jemand privat Gewinne, indem er mit einem Grundstück spekuliert hat. Er hat es nicht genutzt und er verkauft es weiter und dafür hat er ein Steuerprivileg und muss keine Steuern zahlen. Warum lassen wir das zu? Wir können auch an solche Sachen rangehen, Genossinnen und Genossen. Bodenwertzuwachssteuer hört sich technisch und formal an. Was heißt das aber? Es heißt, dass wieder Menschen, die Grundstücke haben, davon profitieren, dass wir in Politik und Verwaltung diese Grundstücke wertvoller machen durch unsere Entscheidung, durch Schaffung von Infrastruktur, durch Planungsrecht, das wir schaffen, durch Baurecht, das wir schaffen. Dadurch werden die Grundstücke erst wirklich wertvoll. Diesen wertvollen Zuwachs schöpfen Private ab. Und wir haben im Moment nichts davon. Genossinnen und Genossen, wir müssen da rangehen. Wir haben die Grundlagen dafür geschaffen, dass es dieses Privileg für Private gibt, dass es dieses Privileg für Menschen gibt, die einfach nur spekulieren wollen mit den Grundstücken. Das dürfen wir nicht länger zulassen. Hans-Jochen Vogel hatte schon vor 30 Jahren recht. Es ist Zeit, dass wir endlich solche Dinge verändern. Genossinnen und Genossen, wir haben als zweiten Baustein ein 10-Jahres-Programm für neues soziales Wohnen uns vorgenommen in diesem Papier, was wir euch hier vorlegen, in diesem Antrag. Es geht darum, dass wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dass es mehr bezahlbaren sozial
sozialen Wohnraum in unserem Land gibt. Jahr für Jahr fallen Sozialwohnungen aus der Bindung raus. Es gibt bundesweit von Jahr zu Jahr weniger Sozialwohnungen. Es muss eine gemeinsame Kraftanstrengung sein, dass wir flächendeckend mehr sozialen und bezahlbaren Wohnraum anbieten. Wir schlagen dazu ein Bundesprogramm, ein 10-Jahres-Programm zur Schaffung von Sozialwohnungen vor. Mindestens 1,5 Millionen Sozialwohnungen sollen und müssen gebaut werden, Genossinnen und Genossen. Und es trifft da tatsächlich auch dann im positiven Sinne die Normalverdiener, die endlich wieder eine Chance haben, auch in den wachsenden Städten, in den teuer werdenden Städten bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Das ist ein Riesenprogramm, aber es ist nötig und wichtig, und zwar flächendeckend, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will als Drittes ansprechen, neben dem Thema Bodenrecht und neben dem Thema Bauen, das Thema Mietregulierung. Über den Mietendeckel haben wir nun schon gesprochen, aber es gibt weitere Maßnahmen, die wir uns vornehmen. Der Mietendeckel, ja, es ist auch hier formuliert über ein, hier nennen wir es, 5-jähriges Mietmoratorium. Auch die Bundestagsfraktion unterstützt so einen Weg, ein Mietmoratorium, keine weiteren Mietsteigerungen jenseits eines Inflationsausgleiches. Aber es gibt auch noch 2, 3 andere Stellschrauben, zum Beispiel die Modernisierungsumlage, an die wir rangehen müssen. Die Modernisierungsumlage ist für viele private Vermieter auch ein Instrument, den Wohnraum so teuer zu machen, dass ihn sich manche nicht mehr leisten können, und sie können dann über eine Neuvermietung deutlich höhere Miete nehmen. Genossinnen und Genossen, es gibt hierzu Vorschläge, die Modernisierungsumlage erstens deutlich abzusenken und zweitens zeitlich auch zu befristen, wenn nicht sogar ganz abzuschaffen. Es ist wirklich ein unhaltbarer Zustand, dass eine Modernisierungsumlage dauerhaft gilt, dauerhaft zu verteuertem Wohnraum führt, auch wenn der Vermieter schon längst die Amortisation hat, schon längst sein investiertes Kapital praktisch zurückerhalten hat. Also deutlich reduzieren die Modernisierungsumlage und mindestens zeitlich befristen ist ein Vorschlag in unserem Papier. Wir schlagen vor darüber hinaus, dass der Mietspiegel einen deutlich längeren Betrachtungszeitraum bekommt, dass also die länger zurückliegenden Mieten, die günstigeren Mieten, verstärkt in den Betrachtungszeitraum des Mietspiegels mit einfließen und damit mietdämpfend auch wirken. Eine Forderung auch schon aus den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene. Es war mit der CDU bisher nicht durchzusetzen. Ich glaube, dass wir jetzt eine Chance dazu haben, auch noch mal den Mietspiegel zu verbessern. Und ein letzter Punkt im Bereich der Mietregulierung. Wir sollten dafür kämpfen, dass wir eine bundesweit einheitliche Kündigungsschutzklausel haben für die Mieterinnen und Mieter bei Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, dass wir mindestens für die 10 Jahre Kündigungsschutz kämpfen. Denn es ist tatsächlich im Moment auch ein Riesenproblem, dass wir da keine einheitliche Regelung haben, dass manche Bürgermeister auch immer noch sagen, das Problem ist bei mir nicht so groß, aber doch, es ist inzwischen flächendeckend so groß. Wir haben selbst in kleineren, in mittelgroßen Städten das Problem, dass Mietwohnungen dem Markt entzogen werden und es immer mehr Eigentumswohnungen gibt. Aber es ist nun mal auch so, dass sich nicht jeder eine Eigentumswohnung leisten kann. Mit normalem Einkommen ist man auch auf ein gutes Mietwohnungsangebot angewiesen, liebe Genossinnen und Genossen. Also auch das eine Maßnahme in unserem Papier, für das wir werben. Abschließend bitte ich euch sehr, dieses Papier zu unterstützen, um noch mal auch anzuknüpfen an das, was ich heute Morgen gesagt habe. Wir wissen, dass hier manches drinsteht, was auch zu harten Diskussionen oder zu Konflikten mit Immobilienbesitzern oder Vermieterorganisationen führt. Ich glaube aber, dass wir hier in dieser sozialpolitisch wichtigen Frage wirklich klare Kante zeigen müssen und eindeutig sein müssen. Wir müssen auf der Seite der Mieterinnen und Mieter sein. Wir müssen auf Seite der Menschen sein, die mit normalem Einkommen sich anderen Wohnraum auch nicht mehr leisten können. Wir müssen das deutlich machen, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für einen Maßnahmenmix stehen in der Mieten- und Wohnungspolitik. Und man merkt, dass sich da etwas bundesweit bewegt. Herr Söder hat in den letzten Wochen
einen Antrag aus Berlin abgeschrieben, wo er gegen deutlich überhöhte Mieten, gegen Wuchermieten vorgehen will. Vor 2, 3 Jahren noch undenkbar. Man sieht daran, dass sich auch bei denen etwas bewegt, die sehen, wie sich dieser Mietwohnungsmarkt entwickelt. Und wir müssen hier an dieser Stelle die Chance auch nutzen. Wir müssen Anwalt derjenigen Leute sein, die Unterstützung brauchen für guten und bezahlbaren Wohnraum in unserem Land. Darum bitten wir euch um Unterstützung für dieses Papier. Es ist eine wichtige sozialpolitische Frage, über die wir hier an dieser Stelle diskutieren. Vielen Dank.